Hallo liebe Facebook, YouTube und Instagram-Freunde, ich grüße euch. Heute ist der 7. September, Dienstag 2021 und ich komme mit der ersten neuen Sorte vor Bro. So, Grutzer Gritzer. Das hier ist die Sorte, Moment, ich glaube das war, Moment, Tupi Tutti, Tutti Frutti Geschmack. So. So sieht sie aus, die Flasche. Es ist 0,33 Liter drin, also 33 Milliliter, das heißt so wie in einer Dose eben. Eine Plastikflasche. Und Forbro hat ja vier Sorten rausgebracht. Das hier ist einer der ersten, die ich heute bekommen habe. Die anderen drei Sorten sind im Rewe noch nicht eingetroffen, sollten aber noch in dieser Woche kommen. Und ich werde informiert und dann werde ich auch diese testen. Deshalb fangen wir mit dieser niegelnagelneuen Sorte an. Die Flasche ist schlicht gehalten, hat wieder 25 Cent Pfand, wie jede oder fast jede Flasche. Und ich weiß nicht, ob man die jetzt schütteln muss. Ich mache es einfach mal ganz vorsichtig, weil ich gehe nämlich davon aus, dass hier Kohlensäure drin ist. Ja, ist es. Kohlensäure und Zucker. Also kein Süßstoff, kann ich euch garantieren. Ich öffne die Flasche mal und wir probieren mal. Zack, pack. Riecht angenehm nach Frucht. Ja. Schmeckt wie... Guck mal, jetzt ist die Kamera umgefallen. So, da bin ich wieder. Schmeckt wie so eine Brause. So eine Brause-Limonade, würde ich sagen. Leicht zitronig. Angenehme Säure. Schmeckt lecker. Empfehlenswert, probiert's aus und sagt mir, wenn ihr es getrunken habt, wie es euch geschmeckt hat. So, die nächsten Sorten teste ich in den nächsten Tagen und auch wenn endlich die Forbro Veggie Balls, Pizza und Mais da sind, werde ich sie testen. Die sind leider immer noch nicht verfügbar. Also, bis dann, macht's gut, ciao!